Einen wunderschönen, wenn auch leicht schwarz-weißen, guten Tag. Herzlich willkommen zu Wissen macht A. Klugscheißen mit Ralf. Und mit Clarissa. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich fühle mich heute sehr, sehr farblos. Aber das ist doch nichts Neues. Das ist mein Spitzname hier, der Blasse. Nein, aber heute ist es anders. Am besten, ihr nehmt eure Fernbedienung und dreht alle Farbe rein, die ihr habt. Ruhig, richtig doll. So wie es vor mehr als 50 Jahren Willy Brandt gemacht hat. Ja, das sieht schon sehr vielversprechend aus, denn damals war im Fernsehen alles schwarz-weiß. Ja, bis die damalige Bundeskanzlerin Willy Brandt diesen Buzzer drückte und die Farbe ins Fernsehen brachte. Danke. War das dieser Buzzer? Ich weiß es nicht, ich war nicht mit dabei. Warst du nicht? Nein. Aber vor 50 Jahren, da warst du doch erst... Noch nicht auf der Welt. Na gut, ist ja auch egal. Wenn wir hier schon so auf alt und schwarz-weiß machen, haben wir natürlich den passenden Film für euch. Mit Protesten, Märschen und Gleisblockaden demonstrierten wir gegen die verkrusteten Gesellschaftsstrukturen. So war das. Anno 68 in Berlin. 1968? Das ist ja mega lange her. Echt jetzt? Im letzten Jahrhundert? Wie alt ist Opa eigentlich? Und warum Anno? Wie war deine letzte Note in Latein nochmal? Da setzt Opa Fug auch schon zur nächsten Geschichte an. Anno ist lateinisch und kommt von annus. Das heißt Jahr. Die Endung O bedeutet im Jahr. Ach, die Römer wieder. Ja, die Römer. Die hatten vor über 2500 Jahren ein römisches Reich erschaffen, das 1000 Jahre hielt. Und in diese Zeit fällt auch die Geburt von Jesus Christus und damit der Beginn unserer Zeitrechnung. Die Römer interessierte das damals nicht. Sie hatten ihre eigenen Jahresangaben. Sie benannten die Zeit zum Beispiel nach den jeweils herrschenden Konsuln. Ein Konsul war der höchste römische Staatsbeamte. Zwei von ihnen wurden jährlich gewählt. Als Zeitangabe wurden die Namen der beiden Konsuln hintereinander angegeben. Sulpicio Galba C. Aurelio Consulibus hieß dann unter den Konsuln Sulpicius Galba und Gaius Aurelius. Eine andere Zeitrechnung war Urbe Condita. Das bedeutet von der Gründung der Stadt an. Der Stadt Rom natürlich. Lange Zeit galt das Jahr 753 vor Christus als Gründungsjahr Roms. 753? Rom kroch aus dem Ei. Von da an hieß es Ab Urbe Condita, AUC abgekürzt. Will man also wissen, wann zum Beispiel das Jahr 800 ab Urbe Condita nach heutiger Zeitrechnung war, dann muss man rechnen. Die Gründung Roms, wie wir ja jetzt wissen, war bei minus 753. Wenn man jetzt die 800 Jahre dazu zählt, ist das Ergebnis plus 47. 800 AUC war also das Jahr 47 nach Christus. Aber wie ist unsere Zeitrechnung denn eigentlich entstanden? Ein christlicher Gelehrter namens Dionysius Exiguus legte im Jahr 525 fest, dass die christliche Zeitrechnung mit dem Geburtsjahr von Jesus Christus beginnen sollte. Und das hat er verdeutlicht mit dem Zusatz Anno Domini. Das ist wieder Latein und bedeutet im Jahre des Herrn. Von da an hieß es Anno Domini und das jeweilige Jahr wurde gezählt ab der Geburt von Jesus Christus. Ein etwas veralteter Ausdruck. Aber manchmal entdeckt man eine Inschrift an alten Häusern. Anno Domini, erbaut im Jahre des Herrn 1802. Oder AD abgekürzt. Also, was heißt jetzt Anno 1968? Im Jahr 1968. Jawohl. Und Anno dazumal waren die Handys auch nicht so kompliziert wie heute. Ach, Opa. Ich habe das Gefühl, die Farbe kommt langsam wieder zurück.
Ja, sie lässt sich Zeit. Apropos Zeit, Jahreszahlen sind ja schön und gut, aber so ein Datum wird doch erst richtig schön, wenn man auch sagen kann, auf welchen Wochentag es fällt. Der Wochentag kann man ganz leicht ausrechnen mit ein bisschen Mathematik und das geht sogar im Kopf. Zum Beispiel die erste Folge von Wissen macht A am 21. April 2001. Das war noch mit den alten Moderatoren. Was für ein Wochentag war das? Samstag. Wow. Das hast du so schnell im Kopf ausgerechnet? Nee, damals lief Wissen macht A immer nur samstags. Ach so. Aber mit ein bisschen Übung geht es im Kopf fast genauso schnell. Dafür muss man nur richtig gut die 7er Reihe können. 7, 14 und so weiter. Dann kann man jeden A-Tag in jedem Jahr ausrechnen. A wie Ankertag. Und das geht so für das Jahr 2001. Da nimmt man sich erstmal die Jahreszahl, das ist die 1. Ist die gerade? Nein, die ist ungerade. Also 1 plus 11 gibt 12. 12 halbieren gibt 6. Ist das gerade? Jawoll! Dann durch 7 teilen. 6 durch 7 ist 0. Rest 6. Und diesen Rest von 7 abziehen, da bleibt 1 übrig. Und das plus die Jahrhundertzahl. Das Jahrhundert ist hier die 20. Und das bedeutet, 1 plus 2 ist 3. 3 heißt das hier. 3 steht für Mittwoch. Das bedeutet, der Ankertag in 2001 ist ein Mittwoch. Und da sehe ich zu Recht ein dickes rotes Fragezeichen. Was soll das Ganze? Wisst ihr, was der 4.4., 6.6., 8.8., 10.10. und 12.12. gemeinsam haben? Das sind alles Ankertage in jedem Jahr. Und somit auch der gleiche Wochentag. Genauso wie der 9.5., 5.9. Genauso wie der 11.7., 7.11. Wie der letzte Tag im Februar und der Geburtstag von Albert Einstein am 14.3. Auch ein Ankertag. Und in 2001 haben wir ihn ja gerade ausgerechnet, also ein Mittwoch. Und wenn ihr jetzt sagt, Wahnsinn, alter Schwede, dann muss ich euch leider enttäuschen. Albert Einstein war Deutscher. Macht aber nichts, der nächste Film ist alter Schwede und dann machen wir hiermit weiter. Das ist der verblüffende Zauberkünstler Fugi Geller. Er präsentiert uns seine Tricks zusammen mit seiner Assistentin. Wo ist die denn? Wow. Alter Schwede. Fugis Tricks sind einfach unglaublich. Aufgepasst. Irre. Alter Schwede. Sehr beeindruckend. Und es geht sogar noch weiter. Alter Schwede! Warum sagen Sie dauernd alter Schwede, wenn Sie begeistert sind? Gute Frage. Dieser Ausruf hat seinen Ursprung wahrscheinlich in einer gar nicht begeisternden Zeit. Sogar in einer sehr düsteren Zeit. Im 17. Jahrhundert während des 30-jährigen Krieges. Der dauerte genau 30 Jahre von 1618 bis 1648. Die Kämpfe fanden größtenteils auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands statt. Es kämpften viele Mächte gegeneinander. Unter anderem auch Religionsvertreter. Katholiken gegen Protestanten. Die Protestanten waren fast geschlagen, da bekamen sie unverhofft Unterstützung. Denn der König von Schweden, Gustav Adolf, kam mit Soldaten zu Hilfe. Die schwedischen Soldaten sorgten dafür, dass die Protestanten nicht komplett besiegt wurden. Nach Ende des Krieges blieben viele Soldaten in Deutschland. Einige von ihnen, darunter auch dieser schwedische Kämpfer, wurden als Ausbilder eingestellt, größtenteils in der brandenburgischen Armee. Der Respekt vor den schwedischen Kämpfern war enorm. Sie wurden von den Soldaten der brandenburgischen Armee alte Schweden genannt. Der hat im Krieg gekämpft, der alte Schwede. Oh. Der Ausdruck wurde als Kompliment verstanden. Später bürgerte sich der Ausdruck alter Schwede als Bezeichnung für einen echten Kerl ein. Oh, alter Schwede! Und weil solche Kerle wie Fug selten sind, wurde es einfach ein Ausdruck der Überraschung. Bei guten Tricks zum Beispiel. Alter Schwede! Oh,
Für Fugis letzten Trick darf Janina sogar auf die Bühne kommen. Die Redewendung "alter Schwede" ist übrigens auch anwendbar, wenn etwas schlecht ankommt. Zum Beispiel kann Janina einen miesen oder gemeinen Trick kommentieren mit einem entnervten: Was soll denn der Blödsinn? Naja, das meinte ich jetzt nicht. Alter Schwede. Genau, genau das. Hat mich jemand gerufen? Alle Farben sind wieder da. Ja, aber wir waren ja gerade hier beim Mittwoch, dem Ankertag in 2001. All diese Tage hier waren der Ankertag in 2001 und somit ein Mittwoch. Und wenn man weiß, dass der 4.4. ein Mittwoch ist, dann lässt sich ganz einfach ausrechnen, welcher Wochentag der 21.4. ist, sozusagen der erste Ausstrahlungstag von Wissen macht A. Und zwar geht das so. Einfach von der 21 die 4 abziehen, dann haben wir 17 und das durch 7 teilen, haben wir 2, 14, Rest 3. Das heißt, die 3 rechnen wir jetzt einfach auf den Mittwoch an Tagen drauf. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Der 21.04.2001 war ein Samstag. Und das ist richtig. Ganz einfach. Ganz einfach, so wie du es sagst. Jetzt könnt ihr jeden Wochentag an jedem Datum in jedem Jahr berechnen. Wenn ihr also wissen wollt, an welchem Wochentag ihr auf die Welt gekommen seid, dann einfach ausrechnen. Und wenn euch das jetzt viel zu schnell ging, keine Sorge, lasst euch keine grauen Haare drüber wachsen. Ihr könnt einfach auf unserer Internetseite nochmal die Anleitung nachlesen. Die grauen Haare, die habe ich, weil eben die Farbe weg war. Ach so, ich dachte, es lag am nächsten Film. Oma Charlotte ist nicht mehr die Jüngste. Als junge Frau war sie bei jeder Action dabei. Immer aktiv. Dynamisch und flink im Kopf. Heute ist Charlotte, naja, fast wie früher. Yep, kaum zu unterscheiden. Und fix im Kopf ist sie auch noch. Die alte Charlotte ist also fast genauso wie die junge Charlotte. Mit einem gut zu erkennenden Unterschied. Früher hatte sie noch dunkle Haare. Heute sind sie ganz grau. Warum werden Haare eigentlich grau? Schauen wir uns erst einmal die junge Charlotte an. Die Farbe ihrer Haare hängt davon ab, wie viel Farbstoff darin enthalten ist. Dieser Farbstoff heißt Melanin. Melanin ist ein natürlicher Farbstoff, der bei Menschen in unterschiedlichen Mengen vorkommt. Es gibt zwei verschiedene Melaninarten. Ein gelb-rotes und ein schwarz-braunes. Die Mischung der beiden erzeugt sämtliche Haarfarben, die es gibt. So sieht eine Haarwurzel ungefähr aus. Von hier aus wächst das Haar. Und da unten, in den Melanozyten, wird das Melanin produziert. Die Melanozyten sind wie kleine Malerinnen. Sie geben das Melanin an die Haarwurzel weiter. Melanin ist also Bestandteil von fast jedem Haar. Schon immer bildet der Körper an der Haarwurzel permanent Wasserstoffperoxid. Das ist ein Bleichmittel. Es bleicht zum Beispiel Wäsche, macht sie also weiß. Und es beseitigt auch manche Flecken in der Küche. Strahlend weißes Papier ist häufig mit Wasserstoffperoxid gebleicht. Normalerweise baut der Körper das Wasserstoffperoxid sofort wieder ab. Je älter wir werden, desto mehr bleibt aber im Körper zurück. Das ist nicht schlimm, aber es ändert einige Dinge. Schlussendlich bewirkt das Wasserstoffperoxid, dass der Körper insgesamt weniger Melanin produziert. Statt Melanin baut der Körper nur noch Luft in die Haare ein. Das Haar erscheint dadurch weiß. So kommt es, dass weiße Haare nachwachsen, wo früher farbige waren. Weiße Haare? Oma Charlottes Haare sehen doch grau aus. Genau wie die von ihrem Enkel Martin. Das liegt daran, dass sich die weißen Haare mit den noch farbigen Haaren mischen. Im Ganzen wirkt die Haarfarbe dann grau. Graue Einzelhaare gibt es nicht. Sie sind entweder weiß oder farbig. Das Ergrauen ist übrigens gar nicht schlimm. Im Gegenteil, Oma Charlotte sieht nur deshalb so weise aus. Das ist ja auch etwas Gutes.
Wobei, so richtig weise wirkt das gerade doch nicht mehr, Oma Charlotte. Wenn Haare einmal auf natürlichem Weg ihre Farbe verloren haben, dann bleiben sie in der Regel farblos. Es sei denn, man kennt einen guten Chemiker. Oder einen guten Friseur. Bei Bäumen ist das ganz anders. Wenn die mal ihre Farbe verloren haben, also kurz bevor sie die Blätter abwerfen, dann kommt die Farbe wieder. Ja, aber dass sie das tun, hat einen ganz anderen Grund. Mehr dazu im nächsten Film. Hallo Frühling. Guten Tag. Esther verbringt den Tag auf dem Baumwipfelpfad in Waldbröl. Der Weg führt auf Stelzen durch den Wald und zwar auf Höhe der Baumkronen. So hat Esther einen tollen Ausblick auf die Bäume. Sie ist gespannt, was es hier zu sehen gibt. Es ist Frühling und Esther fällt auf, dass es überall sprießt und grünt. Das möchte sie sich jetzt mal genauer anschauen. Die Bäume bekommen neue Blätter. Die sind noch ganz hell und zart. Warum ist das eigentlich so? Warum bekommen Laubbäume jeden Frühling neue Blätter? Das möchte Esther nur zu gern herausfinden. Hier ist nur keiner, der ihr dabei hilft. Ob sie wohl jemanden findet? Huch, hallo. Hallo. Kann ich dir helfen? Oh, das wäre klasse. Ich habe eine Frage. Und zwar, warum bekommen im Frühling die Laubbäume immer wieder neue Blätter? Oh, prima. Das kann ich dir erklären. Echt? Genial. Die Naturführerin Claudia Hein kann wirklich viele Fragen beantworten. Sie erklärt Esther erst einmal, wie die Bäume und Blätter wachsen. Die Bäume benötigen dazu Wasser. Es wird über die Wurzeln aufgenommen und gelangt über den Stamm und die Äste zu den Blättern. Hier wird das Wasser nun mit Hilfe des Sonnenlichts und des Kohlendioxids in der Luft in eine Art Zucker verwandelt. Dadurch wächst der Baum. Als Nebenprodukt entsteht Sauerstoff, der für die Menschen lebensnotwendig ist. Das Ganze nennt man Photosynthese. Über die Blätter der Bäume verdunstet dabei Wasser. Das geht also verloren. Diese Verdunstung muss im Winter gestoppt werden. Denn wenn es friert, gefriert auch das Wasser im Boden und die Wurzeln bekommen keinen Nachschub mehr. Würde weiterhin Wasser über die Blätter verdunsten, dann wäre der Baum bald ausgetrocknet. Das Abwerfen der Blätter im Herbst ist also eine Überlebensstrategie des Baums. Bei den meisten Nadelbäumen ist es anders. Kälte und Trockenheit machen ihnen weniger aus. Die Nadeln sind klein und fest und verlieren deshalb weniger Wasser. Außerdem sind sie von einer Wachsschicht umhüllt, die verhindert, dass zu viel Wasser verdunstet. Dort, wo Nadelbäume stehen, sind die Winter meist lang und die frostfreie Zeit reicht oft nicht aus, um neue Blätter zu bilden und noch Energie für Früchte und Samen zu sammeln. Deshalb behält der Baum seine Nadeln. In Südeuropa, wo die Winter kurz und mild sind, gibt es Bäume, die ihre Blätter das ganze Jahr über behalten, wie die Steineiche oder der Olivenbaum. Die sind immergrün. Das gilt genauso für Bäume im Regenwald. Im Laufe eines Jahres wachsen immer wieder neue Blätter und alte werden abgeworfen. Immergrüne Bäume verlieren nie alle Blätter auf einmal. Das ist also der Kreislauf der Natur. So bekommen die Laubbäume hier in Deutschland jedes Jahr im Frühling ein neues Blätterkleid. Und das ist immer wieder schön anzusehen. Gerade eben im Film wurde gesagt, dass mit der Photosynthese Sauerstoff erzeugt wird. Und das machen wir jetzt mit einem kleinen Versuch auch. Dafür nehmt ihr ein bisschen Wasser und in das Wasser schüttet ihr ein bisschen Natronpulver rein. Gut umrühren. Und ihr braucht Wasserpest. Wasserpest ist eine Wasserpflanze. Die gibt es in Seen, Teichen und im Aquariumfachhandel. Nehmt euch ein bisschen davon, stopft etwas Wasserpest in einen Trichter und stellt den Trichter kopfüber in ein großes Marmeladenglas. Dann nehmt ihr ein Reagenzglas voll von dem Natronwasser, schön voll machen und den Rest des Wassers kippt ihr in das Marmeladenglas mit dem Trichter mit der Wasserpest. So, alles rein, das geht. Sehr gut. Und dann müsst ihr ganz wichtig das Reagenzglas so gut wie möglich über den Trichter stülpen.
Wichtig ist dabei, dass das Reagenzglas voll mit Wasser ist und hier keine Luft drin ist. So, und jetzt kann die Photosynthese ihre Arbeit machen und Sauerstoff erzeugen. Das heißt, ab damit ins Sonnenlicht. Das dauert ein bisschen. Ja. Aber wir könnten die Zeit nutzen und uns ansehen, was man sieht, wenn man die Augen schließt. Denn das ist mehr als nichts. Oh ja, ich muss die Hände waschen. Stimmt. Marie, Marie, ich sehe so komische Muster, wenn ich die Augen schließe, so Pünktchen und Streifen, die sich bewegen. Muster? Das hatte ich auch schon mal. Aber das ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Frag doch morgen mal deine Augenärztin. Also, Luan, deine Augen... Oh, das ging aber fix. Du kannst den Kopf zurücknehmen. Die Muster sind nicht schlimm. Die haben viele Menschen und meistens sind die völlig harmlos. Danke. Gut, das wäre schon mal geklärt. Aber was sind das für komische Muster, die manche bei geschlossenen Augen sehen? Wissenschaftler nennen sie Phosphene. Der Name kommt aus dem Altgriechischen. Von Phos und Phenein. Phos bedeutet Licht und Phenein erscheinen. Diese Erscheinungen nimmt jeder Mensch unterschiedlich wahr. Das können bunte Flächen sein, Schlieren, Punkte oder andere Muster. Es gibt nur wenige Wissenschaftler weltweit, die an den Mustern forschen. Einer ist ein Gehirnspezialist aus den USA. Und er hat was Spannendes rausgefunden. Nicht nur das Licht von außen spielt eine Rolle bei der Entstehung der Muster. Auch im Auge selber entsteht ein Licht, das die Muster mit auslöst. Und zwar in der Netzhaut, die wir hier von der Seite sehen. Sie hat viele Zellen, unter anderem die Stäbchen und die Zapfen. Deren Aufgabe ist es, Licht in elektrische Signale zu wandeln und an unser Gehirn zu schicken. Die neue Entdeckung: Winzige Zellen in den Stäbchen können selber Licht herstellen. Diese Zellen heißen Sehpurpur und im Dunkeln entsteht in ihnen eine chemische Lichtreaktion. Das ist so ähnlich wie bei Glühwürmchen. Auch sie können durch Chemie eigenes Licht herstellen. Dann leuchtet ihr Körper auf. Ein Grund für die Muster ist also auch Licht, das unser Auge selber herstellt. Aber nicht immer erscheinen Muster, wenn man die Augen schließt. Warum das so ist, ist noch nicht erforscht. Es ist aber bekannt, dass Druck auf den Augapfel die Muster auch auslösen kann. Zum Beispiel, wenn man sich die Augen reibt, weil sie jucken oder weil man müde ist. Ein ähnlicher Effekt entsteht, wenn sich die Augen schnell hin und her bewegen. Dabei drücken die Augenmuskeln auf den Augapfel. Und schon sind sie da. Viele haben Muster im Blickfeld, aber auch schon mit offenen Augen erlebt. Meistens, wenn man von der Sonne geblendet wird. Diese Lichtmuster nennt man Mouche Volante, zu Deutsch fliegende Fliegen. Marie, guck mal! Das funktioniert ja mit den Mustern. Probier doch auch mal. Muster? Nee, ich habe hier genug Muster und Flecken. Außerdem bist du dran mit Küchendienst. Tja, Luan, jetzt gilt Augen zu und durch. Augen wieder auf. Bevor wir uns verabschieden, werfen wir aber noch einen Blick auf unser Reagenzglas. Da ist Folgendes passiert. Die Wasserpest hat mithilfe der Photosynthese ein Gas erzeugt. Das ist hier hochgestiegen in das Reagenzglas und hat das Wasser im Reagenzglas runtergedrückt. Und übrig geblieben ist da diese Gasblase. Und das ist Sauerstoff. Das kann man zeigen, wenn man ein glimmendes Holzstäbchen da reinhält. Und dafür hole ich dieses Reagenzglas ganz vorsichtig raus, ohne dass da Umgebungsluft reinkommt. Finger drauf. So. Und reiner Sauerstoff bringt Dinge zum Brennen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses glimmende Holzstäbchen hier in den Sauerstoff reinmache, dann flammt es kurz auf. Im Vergleich? Da ist nur normale Luft drin. Da passiert nichts. Ziemlich langweilig, passt aber gut zum langweiligsten Teil der Sendung, dem Abspann. Und damit tschüss. Ich finde den Abspann nicht so langweilig. Du hast auch den längsten Namen.